Shinji schlich sich leise aus dem Hauptquartier der Akatsuki und tapste ein wenig in den Wald. Als er sich sicher war, dass er allein war, verwandelte er sich in einen Menschen. Eigentlich tat er das nur selten. Aber es gab etwas, das er als Mensch sehr genoss und als Wolf nicht in dieser Art und Weise genießen konnte. Sicher ging er durchs Unterholz und folgte seinem Gehör. Auch wenn es bitterlich kalt war und Schnee lag, als er an dem Fulus ankam, der nicht zugefroren war, zog sich Shinji das schwarze Hemd aus. Auch die ebenfalls schwarze Jeans landete auf dem Boden und in Boxershorts setzte er seinen ersten Fuß ins kalte Wasser. Seine Haut war blass, beinahe bleich und die kurzen blonden Haare fielen ihm locker bis zum Kinn. Eine Haarsträhne verdeckte sein linkes Auge, das eine graublaue Farbe hatte. Er schüttelte ein wenig den Kopf, damit seine Haare aus seinem Gesicht verschwanden. Langsam reckte er seinen Kopf in den Himmel und erschloss seine Augen. Er genoss das kalte Wasser auf seiner Haut und langsam ging er tiefer ins Wasser hinein. Irgendwann reichte es ihm bis zur Hüfte und auch wenn es eiskalt war, störte es den jungen Mann überhaupt nicht. Der schmächtige Körper war sehr sehnig gebaut. Er war klein und hatte schmale Hüften, eine schmächtige Brust und sah auf den ersten Blick etwas unterernährt aus. Irgendwann ließ sich Shinji auf einen Stein sinken und spielte mit den Füßen im Wasser. Seine Augen waren auf das Plätschern gerichtet, das um seine Füße herum bis hoch zum Knie reichte. Mit einem Mal bekam er eine Gänsehaut, doch er hob seinen Blick nicht vom Wasser. Da dieses Gefühl einen Moment lang anhielt, hob er seinen Blick und sah sich um. »Hey, wenn du hier schon spannst, meinst du nicht, dass du dich dann auch zeigen solltest?« fauchte er laut genug, dass der Fremde ihn hören musste. Im Unterholz raschelte es, und als er Deidara erkannte, wäre er beinahe vom Stein gefallen. Dem hätte er das als letztes zugetraut, dass er halbnackte junge Männer beobachtete. Deidara war ein wenig rot um die Nase geworden und er senkte betroffen seinen Blick. »Entschuldige, ich wollte dich nicht beobachten.« »Spannen, meinst du wohl?« erwiderte Shinji knapp und blieb ruhig auf dem Stein sitzen. Deidara räusperte sich und sah sich den jungen Mann an. »Ist dir nicht kalt? Das Wasser muss doch eisig sein.« Shinji zuckte mit den Schultern. »So schlimm ist es gar nicht. Willst du da noch lange stehen bleiben? Oder wartest du darauf, dass ich in meiner Boxershorts zu dir komme? Oder soll ich dir etwa auch noch ausziehen?« Deidara wurde rot und schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin schon weg.« Mit diesen Worten drehte er sich tatsächlich um und verschwand. Schmunzelnd sah Shinji ihm nach und er spielte noch ein wenig mit den Füßen im Wasser. Er liebte es einfach zu baden und war dabei auch vollkommen desinteressiert, was für eine Temperatur der Fluss hatte. Solange das fließende Wasser seine nackte Haut berührte, war er rundum zufrieden. Diesen Luxus konnte er sich jedoch nur als Mensch leisten. Nach ein paar Minuten wurde ihm dann doch aber so kalt, dass er sich wieder anzog. Wenige Sekunden später stand er als Wolf da und schüttelte das restliche Wasser aus seinem Fell. Langsam tapste er wieder ins Hauptquartier zurück und machte sich dann daran, einen Platz zu suchen, an dem er gemütlich schlafen konnte. Kuhai hatte inzwischen seinen Weg zu Ryo gefunden und blieb in der Tür stehen. Als der jedoch mehr damit beschäftigt war, Sasori zu beobachten, ging Kuhai zu ihm und stupste ihn in die Seite. »Können wir mal reden?« knurrte er leise und Ryo zuckte erschrocken zusammen. Er war vollkommen in seiner kleinen Welt gefangen gewesen. In einer Welt, in der nur er und Sasori zählten. Seufzend sah er Kuhai an und legte ein wenig den Kopf schief. »Worüber denn?« »Nicht hier, du Dummkopf!« fauchte der Leitwolf ihn an und deutete mit dem Kopf auf Sasori, der sich fragend zu Ryo umdrehte. »Redest du mit mir?« Jetzt wurde es peinlich. Nein, Unsinn. Ich hab nur im Halbschlaf vor mich hingeredet. Tut mir leid. Ich geh mal ein bisschen raus und ein bisschen frische Luft schnappen. Bin gleich wieder da.« stammelte Ryo vor sich hin und stand auf. Kuhai stand neben ihm und wartete darauf, dass Ryo sich endlich in Bewegung setzte. Als die beiden draußen waren, sah Ryo seinen Leitwolf an. »Okay, was ist denn los?« Dort setzte sich Kuhai hin und aufmerksam sah Ryo ihn an. »Was los ist?« Kuhai seufzte. »Ich fühle mich hier als Wolf nicht wohl. Aus dem Grund habe ich vor, dich als Mensch zu besuchen. Ich werde nachher mal nach Sei und Sly sehen. Wenn ich wiederkomme, dann werde ich als Mensch hier auftauchen. Wir müssen uns eine Ausrede einfallen lassen. Immerhin kann ich nicht so hier rumlaufen und so tun, als wäre das vollkommen normal.« Ryo nickte ein wenig und fing an, im Kreis zu laufen. »Ist gut.
Vielleicht könnten wir einfach behaupten, dass du mein Bruder oder mein Kollege bist oder ich habe keine Ahnung. Ich habe ja behauptet, dass ich Hunde züchte. Wenn wir sagen, dass du mein Kollege oder mein Bruder bist und dir die Tiere weggelaufen sind, meinst du, das geht dann? Einen Moment lang überlegte Kohai, doch dann nickte er. Ist gut, dann machen wir das so. Aber ich verschwinde jetzt hier und wenn ich wiederkomme, dann als Mensch. Bereite die anderen beiden darauf vor und pass besonders auf Shinji auf. Einem anderen als dir kann ich ihn leider nicht anvertrauen. Ryo nickte und sah seinem Leitwolf nach, der im Wald verschwand. Mann, dass sowas aber auch immer so schwer sein muss, nuschelte er leise und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Ruhig sah er in den Himmel und dann zu Deidara, der leicht rot aus dem Unterholz gestolpert kam. Was ist denn mit dir? Du bist ja knallrot, grinste Ryo und legte etwas den Kopf schief. Doch Deidara winkte nur ab und verschwand wieder in der Höhle. Komischer Kauz, murmelte Ryo und schüttelte den Kopf. Anjo lag noch immer bei Payne im Büro und hatte sich dort gemütlich gemacht. Dass sie dabei von Payne immer wieder beobachtet und gemustert wurde, interessierte sie relativ wenig. Sie zuckte mit dem Kopf hoch, als Hidan erneut ins Büro kam und die Tür hinter sich zuwarf. Was sollen diese Viecher jetzt hier? Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Scheiße soll. Aber ich habe immer Fell in meinem Bett. Fell! Keifte Hidan und Anjo legte etwas den Kopf schief, dass der Typ so laut sein musste. Seufzend ließ sie ihren Kopf wieder auf die Pfoten sinken und schloss die Augen. Du hast dir ja auch schon so eine Töle angeschafft, was? Was willst du denn mit diesen Kötern? Na, mein Junge, willst du mich auch zerfleischen? Fauchte er Anjo an, der ein wenig die Ohren anlegte. Mädchen, meinte Payne knapp und Hidan sah ihn fragend an. Was? Sie ist ein Mädchen. Das sieht man doch. Hast du keine Augen im Kopf, du Spinner? Man sieht doch deutlich, dass sie weiblich ist, erklärte Payne kühl und sah Hida mit einem Blick an, als hätte er ihn am liebsten selbst getötet. Anjo zuckte mit den Ohren und öffnete die Augen wieder. Das war ja wohl ein schlechter Scherz. Worauf achteten die denn? Langsam hob sie ihren Kopf und sah erst Payne und dann Hidan an. Leise knurrte sie, als Hidan auch noch auf sie zuging und fletschte ihre Zähne. Payne grinste. So reagiert sie bei mir auch immer. Lass sie doch einfach da liegen, ist doch egal, ob die Pelzkugel da nun liegt oder nicht. Findest du nicht auch? Leise knurrte Hidan die Wölfin an und machte ihr dabei ziemlich Konkurrenz. Dann drehte er sich einfach weg und zuckte mit den Schultern. Mir doch egal, ob du diese Viecher hier haben willst oder nicht. Aber eins sage ich dir. Wenn nochmal eines von den pelzigen Dingern in meinem Bett übernachtet, dann werde ich es eigenhändig kastrieren. Oder noch besser, ich werde das Viech einfach abschlachten oder sowas in der Art. Mit diesen Worten verschwand Hidan wieder aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Genervt massierte sich Payne die Schläfe. Meine arme Tür. Wenn er so weitermacht, brauche ich bald eine neue. Nuschelte er in sich rein und legte seinen Kopf auf den Tisch. Erschöpft schlossen sich seine Augen, denn so einfach, wie die Leute sich das immer vorstellten, war es gar nicht, eine Organisation von Mördern zu führen. Selbst wenn er nur die ausführende Kraft war und die Fäden eigentlich jemand ganz anderes zog. Anjo legte ein wenig den Kopf schief und musterte Payne. Irgendwie war sie darüber verwirrt, was hier passierte, aber anscheinend hatte Payne noch eine ganz andere Seite. Währenddessen steckte Sades in ziemlichen Schwierigkeiten, denn auch wenn Sasuke normalerweise sehr schweigsam war, fing er jetzt an, das Mädchen auszufragen. Naruto war in ein Gespräch mit Iruka vertieft und so bemerkte niemand die Verwandlung des Uchihas. »Wo kommst du eigentlich her?« fragte er leise nach und sah Sei fest in die Augen. Deren Herz hüpfte beinahe aus der Brust vor Schreck. Jetzt musste sie sich aber etwas verdammt Gutes einfallen lassen. Etwas, das man ihr abkaufte und das nicht gerade total bescheuert klang. »Ich komme aus der Nähe von Amegakure«, nuschelte sie leise und erinnerte sich nur noch schwach an das letzte Dorf, in dem sie gewesen waren. Sasuke zog eine Augenbraue an. »Amegakure? Wirklich?« Unsicher nickte das Mädchen ein wenig und sah dann zu Sly, die etwas fragend zu Sei hochsah. Hilflos zuckte die jedoch nur mit den Schultern und fühlte sich extrem unsicher. Sei räusperte sich ein wenig und malte mit dem Finger Kreise auf den Tisch, wenn sie nur gewusst hätte, was sie sagen sollte. Vielleicht hätte sie sich eine Geschichte zurechtlegen sollen, besonders bei der nächsten Frage von Sasuke. »Und warum bist du hier? Ich meine, du hast doch bestimmt auch ein Team. Warum bist du alleine hier?« »Also...« nuschelte Sei und bekam regelrecht Magenschmerzen. »Die beiden haben ihre eigenen Aufträge bekommen, wo ich nicht mitmachen konnte, und dann haben sie mich alleine nach Konoha geschickt, weil ihr ja Unterstützung braucht.« »Ach, brauchen wir dir, ja?«
murmelte Sasuke und Sasei skeptisch an. Dass sie log, sah man ihr an der Nasenspitze an. Aber Sasuke wusste einfach nicht, warum. Iruka war es, der sich einmischte und Sasuke zum Schweigen brachte. Jetzt frag sie doch nicht so aus, sonst bist du doch auch nicht so gesprächig. Sly legte ihre Ohren an und seufzte. Am liebsten hätte sie Sei irgendwas zugeflüstert, aber ihr wäre selbst keine bessere Ausrede eingefallen. Insgeheim hoffte sie, dass Kuhai noch einmal auftauchte und sie mit ihm reden konnte. Immerhin brauchten sie Anweisungen. Und Naruto lenkte ihre Gedanken dann ein wenig ab. »Du, dein Hund ist echt süß«, meinte er zu Sei und diese blinzelte ein wenig. »Ich habe einen Kumpel, der hat auch einen Hund. Vielleicht solltest du den mal kennenlernen, der ist wirklich nett und eure Hunde würden sich bestimmt verstehen«, grinste der Uzumaki breit und zerrte Sei dann einfach mit sich. Iruka sah ihnen nach und kraulte Sly noch kurz hinter den Ohren, als diese hinter Sai hertapste. Sie drehte sich zu ihm und sah ihm einen Moment ruhig an, doch dann lief sie schnell hinter Sai her und blieb dicht an ihrer Seite. Als sie in einem kleinen Anwesen ankam, wurde Sai blass. Aber nur wegen dem Jungen, der auf sie zukam und dem sie ja schon begegnet waren. »Kiba, das ist Sai, unsere Neue. Wollte, dass ihr euch mal kennenlernt, weil, guck mal, sie hat voll den süßen Hund. Wo ist Akamaru?« wurde der Inuzuka sofort von Naruto in Beschlag genommen. Kiba kratzte sich an der Wange. »Na, wir kennen uns doch. Wo ist denn dein Freund? Ihr wart doch erst noch zu zweit hier, oder nicht?« Langsam aber sicher ging Sei wirklich die guten Ausreden aus. Jetzt kam da noch einer, der sie bedrängte, und als Naruto dann auch noch anfing, wäre sie am liebsten im Erdboden versunken. »Du warst mit einem anderen Typen hier?« »Ja, der hatte auch so einen Hund bei sich«, meinte Kiba und musterte Sei, die seltsam blass geworden war. Sly stupste sie mit der Nase an und legte etwas den Kopf schief. »Du musst dir was einfallen lassen«, flüsterte sie leise und Sei nickte so. In ihrem Kopf arbeitete es ja auch schon wie verrückt. Aber als Akamaru um die Ecke kam und Sly beinahe umwarf, zogen die beiden Tiere die Aufmerksamkeit auf sich. Sly landete ein wenig unsanft auf der Seite und blinzelte. »Was soll das denn jetzt?«, nuschelte sie leise und sah das Riesentier über sich an. Akamaru war ja immerhin beinahe dreimal so groß wie sie selbst und drückte sie mit nur einer einzigen Pfote zu Boden. Blinzelnd sah sie hoch und Sei rüttelte an Naruto. »Sag dem Hund, dass er Sly loslassen soll, die ist doch viel kleiner als er. Er soll sie loslassen.« Kiba kratzte sich an der Wange. »Akamaru, lass die Kleine doch, komm mal her.« Nur langsam ließ Akamaru Sly wieder los, aber er wedelte mit dem Schwanz und war überhaupt nicht angriffslustig. Trotzdem fühlte sich Sly nicht wirklich wohl, was wohl jeder verstehen konnte, der von so einem Riesenbaby über den Haufen gerannt wurde.